So, Punkt 17 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Safe Internet im Kontext der Gerätinitiative Impulse für Lehrerinnen. Heute am 18.01.2022. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Kollege wird im Hintergrund noch weitere Leute zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dazunehmen. Also nicht wundern, wenn wir noch weiter anwachsen werden. Aber herzlichen Dank noch schon mal an alle, die jetzt schon vorzeitig und pünktlich hier sind in unserem Zoom-Meetingraum. Kurz organisatorisches, natürlich vorbildlich, wie Sie sind, haben Sie schon alle Ihr Mikrofon gemutet, aber hier nochmal der kurze Reminder, bitte stellen Sie die Mikrofone ab, sonst müssen wir es als Admins machen. Sie können aber jederzeit schriftlich in den Zoom-Chat Ihre Fragen stellen. Während der ganzen Veranstaltung ist das gewünscht. Wir im Hintergrund sammeln diese Fragen und werden sie dann dem Referenten, der Referentin dann vortragen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und auch zeitnah veröffentlicht werden. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die letzte Woche auch dabei waren beim SafeNet-Webinar Technische Tipps im Netz, dieses Webinar wird auch demnächst veröffentlicht. Wir nehmen uns aber vor, natürlich entweder Teile davon zu bearbeiten, zu schneiden oder ja, zu verändern. Für die Aufzeichnung ist es eben für uns arbeitssparender, wenn Sie nicht, wenn Sie dann doch eine mündliche Wortmeldung hätten, Ihren vollen Namen sagen, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen müssten wir denn dann rausschneiden. Deswegen nochmal die Bitte, bitte Fragen schriftlich im Chat stellen. Und hier schon mal die erste Werbung. Melden Sie sich zu unserem Newsletter an. Der sollte eben jetzt, der Link dazu zur Newsletter-Anmeldung sollte jetzt in den Chat gepostet werden durch meinen Kollegen, den ich auch gleich vorstellen werde. Ja, kommen wir zuerst zu den Personen, bevor ich jetzt hier mehr zum Ablauf sage. Und zwar könnte jetzt die Frau Buchecker und der Herr Schabiner die Kamera kurz einschalten, dann können wir was dazu sagen. Nämlich die Frau Barbara Buchecker ist heute unsere Referentin von Safer Internet. Herzlich willkommen erstmal, liebe Barbara, dass du hier bist heute Nachmittag, Schrägstrich Abend. Hallo. Genau. Sie übernimmt den inhaltlichen Teil und den schon mehrmals angekündigten Kollegen, den Herrn Mario Schapina, der unterstützt mich heute Abend vom ÖAD im Hintergrund. Und Guten meine Wenigkeit, mein Name, passend zur Wettersituation in Österreich, Taifun Hasoglu. Ja, es ist ein bisschen stürmisch, aber ich bin's nicht. Nur manchmal. Ist leichter gesagt, ha? Genau. Spaß am Rande zum Ablauf. Zuallererst, weil es heute eben mit der Zielgruppe Lehrerinnen und Lehrerinnen hier ist. Natürlich können Sie diese Veranstaltung sich anrechnen lassen bei der PH Oberösterreich. Kommen wir gleich dazu. Dann gibt es eine kurze Umfrage mit dem Tool Mentimeter, die ist natürlich freiwillig. Dann gehen wir auch schon in den inhaltlichen Teil mit Barbara ja, zum Safe Internet Kontext der Gerätinitiative für Lehrerinnen. Dann natürlich ein großer Teil Fragen und Antworten, das circa ein Drittel der Veranstaltung einnehmen wird und dann noch weitere Angebote des ÖADs und den Abschluss. So, als allererstes Anrechnung des Webinars für die PH Oberösterreich. Dazu sollte eben jetzt der Link in den Chat gepostet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie dort immatrikuliert sind. Falls nicht, sollte jetzt ebenfalls auch jetzt die Anleitung dazu in den Chat gepostet werden. Das ist sozusagen die digitale Teilnehmerliste, die wir dann der PH Oberösterreich zukommen lassen werden über dieses Microsoft Forms. Sie haben die ganze Veranstaltung Zeit, dieses Formular auszuführen und sogar darüber hinaus den ganzen Abend, bis wir dann die Möglichkeit dieser Teilnehmerliste dann abschalten werden. Quasi den Zettel einsammeln. So, jetzt von meiner Seite noch eine kurze freiwillige Umfrage. Ich werde kurz meine Bildschirmpräsentation hier beenden, damit ich einen anderen Bildschirm teilen kann, nämlich eine ganz kurze Mentimeter-Umfrage. Einen kleinen Augenblick. So, einen kleinen Augenblick. Sie sollten jetzt meinen Bildschirm sehen mit einer Frage auch. Und mein Kollege hat auch den dazugehörigen Link in den Chat gepostet, mit dem Sie dann teilnehmen können. Welche Themen im Sinne von Safe Internet interessieren Sie am meisten?
Bitte jetzt nicht in den Chat schreiben, das haben wir auch regelmäßig, sondern benutzen Sie das Tool, ist natürlich freiwillig. Wir sehen auch hier schon, ja, man muss ein bisschen lesen, ist ein bisschen, ein paar längere Antworten sind hier dabei. Informationen suchen und bewerten, Social Media und Kommunikation, digitale Inhalte erstellen, Datenschutz und Privatsphäre oder Cybercrime und Cyber Security. Es sind meines Wissens auch mehrfach Antworten möglich. Lassen wir uns noch ein bisschen laufen. Es zeichnet sich ein Trend Richtung Cybercrime und Cyber Security ab. Ansonsten glaube ich, dass das Interesse breit gestreut ist. Safe Internet bietet sich da ja an. Ja, oh ja, es zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab im grünen Balken. Holen wir uns so ein kleines Stimmungsbild ein, auf das dann vielleicht die Barbara, damit die Barbara weiß, auf das sie vielleicht ein bisschen stärker eingehen könnte während der Veranstaltung. Tayfun, ich habe nur das Problem, dass ich deinen Bildschirm nicht sehe. Ich glaube aber, dass das an mir liegt wahrscheinlich. Das heißt, bitte sag's nochmal, was dann die am meisten genanntesten Antworten sind, damit ich dann stärker dort drauf eingehen kann. Gut, ich teile mal nochmal. Vielleicht hat es nicht funktioniert. Jetzt sehe ich es auch. Danke. Okay, dann die nächste Frage. Welche, das ist eine Frage, den Sie einen Text schreiben können, einen kurzen Satz oder nur ein Schlagwort. Welche Herausforderungen haben Sie im Schulkontext mit digitalen Medien und/oder Quellen, also digitalen Quellen? Sehr breit formulierte Frage, da könnten Sie jetzt alles Mögliche nennen. Dann sollten jetzt so, wenn Sie was geschrieben hätten, sollten jetzt hier so Wortwolken auftauchen. Es wird jetzt alle paar Sekunden aktualisiert. Natürlich haben Sie ein bisschen Bedenkzeit, so ist ja nicht. Ah, da kommt auch schon was. Ich lese ein bisschen was vor. Schülerinnen sind alle auf einem unterschiedlichen Stand. Extremer Unterschied, sprich Differenzierung bei digitalen Kompetenzen ist hier angesprochen. Muss ich Kinder mit 10 Jahren schon das Zitieren lernen? Ich glaube, damit ist sowohl das digitale als auch das nicht digitale Zitieren gemeint. Und es scheint nicht nur so zu sein, dass nur die Schüler und Schülerinnen auf unterschiedlichem Niveau zu sein scheinen, sondern auch das Kollegium, wie im Chat noch ergänzt wird. Ah, nochmal eine Zitieren-Frage, interessant. Technische Probleme, ja, das gibt es von Stromversorgung bis Internet wahrscheinlich. Genau, falsche Zeit auf Kinder kommen auf die falschen Seiten beim Suchen, falsch in Anführungszeichen. Genau, das Thema Informationen im Internet, sprich ein Schlagwort dafür könnte Fake News sein. Lesekompetenzen sind sehr unterschiedlich, ja, nicht nur im analogen Lesen, sondern auch natürlich im digitalen. Genau, das Thema Informationen wieder ein Punkt ist hier. Schülerinnen verwenden blindlings alle Informationen aus dem Internet. Genau, weil wenn man Informationen sucht und findet, dann muss man natürlich auch wissen, wie man Informationen bewertet. Aber ich glaube, dazu wird die Barbara auch noch ein bisschen was sagen. Hier noch ein Punkt. Inhalte, die Schülerinnen nicht sehen sollten, weil nicht altersgerecht, aber bei Recherche gefunden werden. Sehr unbestimmt, sehr genau wieder ein Differenzierungspunkt, sehr unterschiedliche Kompetenzniveaus, technische Infrastruktur. Diese, sage ich mal, diese nicht wissenschaftliche Umfrage, die werden natürlich dann mit den Webinarfolien veröffentlicht werden. Gut, ich glaube, für ein kurzes Schlaglicht reicht das erstmal? Dann beende ich mal kurz meine Bildschirmpräsentation wieder und wechsle auf die Folien. Danke für die Teilnahme. Es ist, glaube ich, die ganze Palette da, auf die wir so eingehen sollten. So, Sie sollten jetzt wieder den Beginn der eigentlichen Hauptpräsentation sehen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und hiermit beginnt auch schon der inhaltliche Teil mit der Frau Barbara Buchecker. Barbara, bitte übernehmen.
Vielen herzlichen Dank und auch vielen herzlichen Dank für die Punkte, die Sie jetzt hier angesprochen haben. Und wenn wir gleich auf die nächste Folie gehen, werden Sie auch sehen, da sind schon viele da Dinge da, die so eigentlich auch die Grundlage sind, warum Lehrende sich mit so sehr vielen Internetthemen beschäftigen. Oder besser beschäftigen, weil es geht darum, wichtige Kompetenzen für die Kinder zu vermitteln. Die Frage, die Sie auch richtig vorher schon gestellt haben, wann ist da der richtige Zeitpunkt? Müssen wirklich Zehnjährige schon zitieren können? Oder kann das auch später sein? So diese Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, ist nur leider einer, den man auch nicht so allgemein beantworten kann. Und es kann schon sein, dass auch Zehnjährige zitieren lernen, weil das gerade bei einer Aufgabe oder auch einer Recherche einfach notwendig ist. Ich kann mich an Volksschulkinder erinnern, mit denen ich das geübt habe. Und ja, die waren am Anfang widerspenstig, aber man gewöhnt sich dran und das dran gewöhnen, richtig zu zitieren, ist wahrscheinlich etwas, was dann später das Leben sehr viel leichter macht. Die Kinder haben Geräte oder hoffentlich irgendwann Geräte und daher ist auch ein wichtiger Teil, wie können sie diese Geräte schützen? Dabei gehe ich heute nicht auf technische Fragen ein, sondern eher aufs Verhalten und auch was so Punkte sind, die man immer wieder auch im Unterricht aufgreifen könnte oder auch sollte. Weil, und das ist letztendlich das Ziel, alle diese Gerätenutzung, die Arbeitsfähigkeit der Kinder mit den Geräten zu erhöhen, überhaupt manchmal erst herzustellen, dürfen nicht vergessen, bevor diese Pandemie auf uns zugekommen ist und es Dinge wie Distance Learning gab, waren digitale Geräte für die meisten Kinder nur Spielzeug, Unterhaltungsmedium oder vielleicht im besten Fall noch Kommunikation mit ihren Freunden, aber sie waren in keinster Weise Arbeitsgeräte und genau diese Geräteinitiative ist hier auch ein wichtiger Schritt dafür zu sorgen, dass sie Arbeitsgeräte werden. Sie sind eben nicht nur Spielzeug, Ablenkung und Zeitvertreib, sondern ganz wichtige Arbeitsgeräte. Und mit diesen Dingen der Arbeitsgeräte, so der sozusagen Kompetenzen für die Zukunft, haben sich schon viele beschäftigt. Und wir gehen auf die nächste Folie, wo es so, ich habe hier einfach einen Ansatz ausgewählt, die PH Wien, die sich da so beschäftigt hat in diesen vier Bereichen, wohin geht, zu was müssen Kinder lernen. Und die digitalen Kompetenzen sind hier ein Teil. Wenn Sie dieses Konzept kennen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass Sie sich irgendwie vielleicht schon ein klein wenig damit beschäftigt haben, dann sehen Sie aber, dass in der Definition, mit der wir so im Alltag arbeiten, auch andere Bereiche drinnen sind, so wie die Zusammenarbeit der Kinder und Jugendlichen untereinander mit anderen Personen oder auch so die gesellschaftliche Relevanz von solchen digitalen Geräten. Es wurde auch so ein bisschen das Thema Cybermobbing angesprochen, das ja auch hier in vielen Bereichen unterkommt. Gehen wir auf die nächste Folie. Hier nochmal der Überblick, was ist denn so bei uns in der digitalen Grundbildung drinnen? Und als die vor ein paar Jahren herausgekommen ist, dieser Lehrplan für die digitale Grundbildung, habe ich mir mal so angeschaut, wo findet man in diesen einzelnen Themenbereichen den Übungen bei Safe Internet? Und ich muss sagen, man wird zu all diesen Bereichen bei uns fündig. Wenn Sie da näher nachschauen wollen und sich noch mehr Ideen holen wollen, als ich Ihnen heute präsentiere, finden Sie das entweder bei uns auf der Webseite unter Digitale Grundbildung oder auch in der Edothek, wo ganz viele unserer Übungen dann direkt zu diesen einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Ja, und auf der nächsten Seite sehen Sie auch so eine Übersicht, wo die meisten dieser Übungen aufzufinden sind. Das sind in diesen Unterrichtsmaterialien, die wir
und sie für Internet entwickeln und mit Hilfe des Bildungsministeriums auch so schön gestalten können und auch ihnen zuschicken können. Und einige dieser Hefte gibt es tatsächlich auch im Moment in Printform, wird ihnen auch zugeschickt, wenn sie das bei uns bestellen. Das aktiv gegen Cybermobbing ist noch, wenn ich dran rieche, rieche ich noch die Druckerei ganz druckfrisch. Demnach, alle, die dieses Thema interessiert haben, gehen Sie und bestellen Sie es. Es gibt es gedruckt und es ist ein wirklich schönes Heft, auch in gedruckter Form. Und aus diesen Heften, die Sie jetzt hier sehen, werde ich Ihnen jetzt auch zu verschiedenen Themenbereichen einige Übungen vorstellen. Bevor ich das aber tue, noch eine kleine Werbeeinschaltung auf der nächsten Seite. Manche von Ihnen werden es wissen, werden es schon in den letzten Jahren mitbekommen haben. Immer ein guter Anlass, mit Schülerinnen und Schülern zu solchen Themen zu arbeiten, ist der Monat Februar, der Aktionsmonat zum Safe Internet Day, der in vielen immer wieder mal und so auch heuer in den Wiener Semesterferien stattfindet. Daher, nachdem es immer in irgendwelchen Semesterferien ist, haben wir uns auch in Absprache mit dem Bildungsministerium irgendwann dazu entschieden, dass der ganze Monat Februar zu diesem Tag da ist. Und wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, Beiträge, Social-Media-Postings, Berichte, Fotos, was auch immer Sie machen. Alle Ideen sind hier willkommen. Vielleicht kommen Sie ja heute auf die eine oder andere und möchten das auch nachher bekannt machen, was Sie da gemacht haben. Auf der safeinternetday.at-Seite sehen Sie, was wir da auch an Vorschlägen haben. Und es gibt auch jedes Jahr einen Dankeschön-Preis an einige ausgewählte Schulen, die mitgemacht haben. Diesmal sind es Medienausstattungen. Vielleicht ist das ja gerade, wenn Sie hier in einer Klasse tätig sind mit den Geräten, eine ganz nette Unterstützung. Hier in Unterstützung von A1 können wir da 3 Medienausstattungen im jeweils im Wert von 500 Euro und auch sehr viele Internetschulungen Ihnen zur Verfügung stellen. Genug der Werbeeinschaltungen, die ich hoffentlich dann sehen werde mit dem Hashtag SIT Safe Internet Day 2022.at in irgendeiner Art und Weise sehen kann. In den letzten Jahren, muss ich sagen, sind immer so tolle Dinge hier gekommen und so oft so kreative Sachen. Lassen Sie sich da auch beeindrucken von den Berichten aus den vergangenen Jahren. Vielleicht kommt da auch noch eine Idee oder die andere dazu. Ja, also, schauen Barbara, wir. Ich nutze kurz die Zeit für diese Pause, für deine Sprechpause. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie müssen jetzt nicht hastig Links aufschreiben oder sich Passworte notieren. Sie werden die Webinarfolien morgen auf der Seite Digitales Lernen zur Veröffentlichung vorfinden. Ich übergebe wieder an dich, Barbara. Sehr gut, und du gehst auf die nächste Folie. Das sind jetzt so die Themen, die ich ganz gern heute mit ein paar Übungen auch näher beleuchten möchte. Taifun, kannst du auf die nächste Folie gehen? Danke. Ich habe einfach nachgedacht, so aus der Erfahrung, was sind denn so Dinge, die genauso in diesen ersten, zweiten Klassen so besonders wichtig sind? Welche Herausforderungen sehen wir da eigentlich immer wieder, vor allen Dingen in Klassen, die Geräte haben? Und habe einfach dann diese 5 Themen hier herausgegriffen. Und dass ich da nicht ganz falsch gelegen bin, hat schon Ihre erste Umfrage gezeigt. Beginnen wir auch gleich mal mit den wirklich großen Herausforderungen der Online-Inhalte finden,
bewerten, richtig nutzen können, so diesem ganzen Thema der Informationsbewertung. Und wir gehen auf die nächste Seite. Was geht's da eigentlich und warum ist das so eine Herausforderung? Man kann ja sagen, ja, die Suchmaschine kann jedes Kind aufmachen und hier eine Suche eingeben, aber wir alle wissen, dass das nicht so ist. Suchbegriffe zu formulieren können Kinder so gut wie nie. Sie, wenn man mit Jugendlichen so diskutiert, sagen sie auch oft, sie brauchen es nicht, weil sie können eh in Google eine Suchfrage eingeben und finden dann die relevanten Inhalte. Wir wissen ja doch auch, dass natürlich vieles auch finden, das nicht relevant ist, auch gar nicht brauchbar und nicht hilfreich. Sozusagen dieses in Google etwas eingeben ist das eine, verstehen, was dabei herauskommt und wie man es beurteilt, dann noch eine andere Frage. Was ich auch so im Laufe der Jahre immer wieder bemerkt habe, dass natürlich dieses nach etwas suchen und das beurteilen eine Frage der Übung ist und es auch uns, die wir vielleicht schon ganz viel Erfahrung haben, nicht immer leicht fällt, Inhalte zu beurteilen und es auch nicht immer so ganz eindeutig ist, ja, was ist jetzt eine gute Quelle und was ist keine gute Quelle und es da oft einfach auch viel Diskussion braucht. Wenn das ein regelmäßiger Bestandteil auch des Unterrichts wird, sich Kinder viel mehr daran gewöhnen, auch unterschiedliche Quellen anzuschauen hier nicht einfach sich sofort mit dem Erstbesten zufrieden geben. Ja, es geht also, und damit kommen wir auf die nächste Folie, es geht also um den Umgang mit Informationen, also der Informationsbewertungskompetenz. Da ist dieser erste Teil etwas suchen und finden der erste Schritt. Es muss aber dann auch weitergehen. Es ist immer die Frage, was tue ich mit den gefundenen Informationen und wie kann ich sie sinnvoll für mich nutzen und auch weiterverarbeiten. So ein klassisches Beispiel ist, ich finde ein irrsinnig bewegendes Posting in einem sozialen Netzwerk, das mich irrsinnig aufregt und das Erste, was ich tue, ist, weil es mich so aufregt, sofort mit allen teilen. Also sozusagen, da wäre jetzt so die Stufe des Suchen und Findens nicht dabei, weil das Posting hat mich gefunden. Ich beurteile es aber auch kaum, weil meine Emotionen mir hier im Weg stehen. Und ich setze eine sehr unüberlegte Handlung, indem ich es einfach weiterverteile. Das heißt auch sozusagen dieser letzte Schritt, die gefundene Information zweckmäßig zu verwenden, erfolgt hier nicht, weil dieses sehr schnelle, unüberlegte Teilen meistens auch zur Folge hat, dass man sich die Quelle nicht angeschaut hat und eigentlich unter Umständen sogar größeren Schaden anrichtet. Ein klassisches Beispiel, und das betrifft durchaus Kinder in der ersten Klasse noch ganz häufig, sind Kettenbriefe, die in WhatsApp daherkommen, die vielleicht diesen Aufforderungscharakter drinnen haben, wenn du das nicht weiterschickst, dann passiert etwas Schreckliches. Den Kindern einfach die Fähigkeit hier fehlt, einzuschätzen, ob das wirklich passiert. Sie oft auch nicht die Begleitung dazu haben. Eltern, andere Verwandte, mit denen sie das besprechen können und dann eher noch einen großen Schaden bei anderen Kindern anrichten. Dieses Phänomen der Kettenbriefe in WhatsApp ist, fürchte ich, nicht geringer geworden. Wir haben das schon viele, viele Jahre, aber es trifft auch die heutigen Kinder in diesem Alter noch ganz massiv, und es ist ganz gut, wenn man hier immer wieder mal auch mit den Kindern über solche Inhalte, die sie bekommen, jetzt gar nicht gesucht haben, bespricht und hier mit ihnen umgeht. Aber gehen wir noch, wenn wir, damit kommen wir auf die nächste Folie, gehen wir noch zurück zum Suchen und hier eine Übung, die
dieses leidige Thema der Suchbegriffe vielleicht ein bisschen netter und sozusagen vielleicht auch verständlicher macht, warum Suchbegriffe wichtig sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Artikel, den Sie für gut finden, wo Sie auch gern hätten, dass Ihre Schülerinnen und Schüler sich mit dem beschäftigen. Sie wissen, dieser Artikel ist im Internet auffindbar. Der ist bei der Zeitung X oder der Zeitschrift Y auch ohne Bezahlschranke verfügbar. Dann machen Sie doch Folgendes, dass Sie den Kindern diesen Artikel geben. Und sozusagen sie anleiten, wie sie jetzt hier Suchbegriffe aus diesem Artikel heraus finden können und mit diesen Suchbegriffen dann auch den Artikel im Internet wirklich zu finden, also die Quelle, wo es auch veröffentlicht ist. Die Suchbegriffe deshalb, weil ja viele der Suchmaschinen in erster Linie auch noch immer so funktionieren. Google hat man zwar das Gefühl, das geht schon alles mit den ganzen Fragen, ja, so wie die Kinder das auch eingeben, und künstliche Intelligenzen bei Google machen das natürlich auch möglich, aber mit den Suchbegriffen selbst kommt man einfach zu oft den besseren und brauchbaren Quellen. Und Suchbegriffe aus einem Text herauszufinden, ist eine abstrakte sozusagen Sache, die man wirklich immer wieder üben muss, die manchmal auch gut gelingt und andere Male auch nicht. Und auch mir geht das so, an manchen Tagen bin ich überhaupt nicht in der Lage, die richtigen Suchbegriffe zu einem Thema zu finden, und an anderen geht es wieder viel besser. Ich sage, manchmal ist das so das Mysterium des Suchens, warum man an einem Tag etwas findet und am anderen auch nicht. Und so geht es natürlich auch den Kindern. Dass das schon auch in der ersten, zweiten Klasse durchaus sinnvoll ist, ist einfach der Grund, dass sie sich daran gewöhnen, das immer wieder machen, dass das so ein üblicher Bestandteil wird ihres Lebens. Und jetzt kommen wir schon zur nächsten Folie. Google ist dann nicht nur die einzige Suchmaschine, die Sie dazu nutzen können. Auch hier ist es immer wieder ganz gut, auch andere Suchmaschinen mit den Kindern anzusehen. Sie wissen, Google hat den großen Nachteil oder auch Vorteil, je nachdem, wie man sieht, dass es all unsere Tätigkeiten, unsere Suchen, unsere Bewegungen, die wir aufgrund dieser Suche im Internet machen, auch speichert. Der Vorteil aus dieser Speicherung ist natürlich, dass die Suchen für uns immer besser werden und immer besser zugeschnitten sind. Der Nachteil ist natürlich, dass wir sehr gläserne Menschen werden und dass das Thema Datenschutz da auch immer wieder aufs Tapet kommt. Wir schauen uns so alle paar Jahre an, was denn so alternative Suchmaschinen wären. Suchmaschinen, die die Privatsphäre besser schützen. Und hier ein paar Beispiele, die ich bei meiner letzten so größeren Testrecherche, ich glaube, das war vor 2 Jahren, eigentlich sehr gut abgeschnitten haben. Fangen wir mit der Suchmaschine an, die es dann bei mir wirklich in den Alltag geschafft hat. Das ist die Suchmaschine Quant. Sie sehen das rechts unten, eine französische Suchmaschine mit deutscher Unterstützung, die sich so verschrieben hat darin, dass sie die Privatsphäre schützt und keine Daten speichert. Und in der Tat, ich nutze sie jetzt 2 Jahre ungefähr, und es passiert mir nicht, dass, wenn ich in dieser Suchmaschine etwas suche, dass ich dann die entsprechende Werbung bekomme. Sie können sich vorstellen, ich beschäftige mich mit vielen sehr unangenehmen Themen, mit sehr vielen belastenden Themen auch, wo ich nicht möchte, dass das dann in all meine Streams hineinspielt. Und die Suchmaschine Quant ermöglicht das tatsächlich, dass ich nicht den ganzen Abschaum, mit dem ich mich beruflich beschäftigen muss, auch privat sehe.
Frag Finn empfehle ich in dieser Altersgruppe der ersten Klasse unbedingt noch, weil Frag Finn einfach eine Auswahl an kindgerechten Seiten hat. So ab der zweiten, dritten Klasse wird es nicht mehr die Seite sein, die die Kinder sich sehr gerne anschauen. Da empfinden sie schon zu kindisch. Aber gerade in der ersten Klasse ist das durchaus noch eine empfehlenswerte Seite. Startpage ist auch eine Suchmaschine, die kommt aus den Niederlanden, die sozusagen den Schutz der Privatsphäre so im Fokus hat. Startpage nutzt Google-Ergebnisse, aber gibt keine persönlichen Daten der Nutzenden weiter. Und ich habe mir mehrere solche Suchmaschinen angeschaut, die eben Google nutzen. Startpage hat bei mir und meinen Suchen eigentlich am besten abgeschnitten. Und dann noch eine, die ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen möchte, aus folgendem Grund. Das sind die Schweizer Kühe, swisscows.ch. Swisscows hat eine Suche, wo sie Suchbegriffe bildlich darstellen und auch weitere Suchbegriffe vorschlagen. Das heißt, wenn Sie mit den Kindern Suchbegriffe üben möchten, dann gehen Sie und nutzen Sie Swisscows, weil Sie da einfach mehr Beispiele auch noch für verwandte Suchbegriffe finden, das dann für die Kinder einfach hilfreich sein kann, weitere Suchbegriffe im Themenfeld zu finden, die vielleicht dann doch noch besser passen als mit denen Sie gestartet haben. Und zum Schluss noch eine Alternative zu den Google Maps, die Maps von MetaG, gera.de. MetaGera ist eigentlich eine sehr alte Metasuchmaschine aus Deutschland, die viele Suchmaschinen immer wieder zusammenfasst, um die Ergebnisse anzuzeigen. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob es die Meta-Suchmaschine so in der Form noch gibt. Aber die Karten gibt es und die sind sehr, sehr gut verwendbar und wirklich empfehlenswert als eine Alternative zu Google. Und warum all diese Alternativen und warum beschäftigen wir uns mit sozusagen unpraktischen Dingen, wenn doch Google uns alles bietet? Das stimmt, aber es ist einfach so, dass wenn alle meine sozusagen Tätigkeiten im Internet so genau beobachtet werden wie von Google und ich so lesen werde, ich einfach den Nachteil habe auch, dass manche meiner vielleicht Vorlieben, die weniger nach außen dringen sollen, durchaus weitergegeben werden können. Und ich auch manchmal einfach komische Werbungen angezeigt bekomme. Oder diese Vorfälle, Sie haben es vielleicht selbst zu Weihnachten erlebt, dass man schon über die Suche mitbekommt, welche Weihnachtsgeschenke man von den anderen Familienangehörigen, die im gleichen WLAN sind und auf Google suchen, denn ausgesucht wurden. Vielleicht ist Ihnen das passiert. Also so diese Frage Privatsphäre, Datenschutz, Umgang mit Big Data ist einfach ein Thema, das relevant sein kann, das man immer wieder mal so aufgreifen kann. Und der Umgang mit alternativen Suchmaschinen ist da ein Weg dazu. Passend dazu habe ich zwei Fragen, die wir vielleicht jetzt kurz beantworten können, weil es zum Thema Ja. Suchmaschine passt. Und zwar deine Meinung, falls du denn eine hast, weil es gibt ja Dutzende Suchmaschinen, zu Ecosia. Das ist meines Wissens ja eher eine Suchmaschine, die den Umweltschutz auf die Fahne geschrieben hat. Und andererseits DuckDuckGo, die ja auch den Datenschutzaspekt hat. Ich beginne mal mit DuckDuckGo. DuckDuckGo hab ich mir auch angeschaut. Ich habe in DuckDuckGo weniger gute Suchergebnisse gefunden. Daher empfehle ich es persönlich nicht. Ich habe sehr viel Zeug so gefunden, das für mich überhaupt nicht brauchbar war. Da muss man sehr genau sein dann mit den Suchbegriffen. Daher ja, schaue ich immer wieder mal, verwende alle heiligen Zeiten DuckDuckGo. Ich persönlich bin damit nicht weit gekommen. Ecosia kann ich jetzt nicht beurteilen zur Qualität der Suche.
so dieser Gedanke, dass ich damit durchaus auch Gutes tue, weil sozusagen Einnahmen, die über die Suche erfolgen, wie das ja sozusagen bei Google auch der Fall ist, hierzu dann zu Bäume pflanzen, glaube ich, genutzt werden, ist natürlich ein sehr schöner. Ich glaube, wenn ich das so immer wieder so beobachte, dass das auch berechtigt ist und dass die nicht nur versprechen, sondern dass durchaus auch gehalten wird. Ich habe nicht viel Gegenteiliges gehört, aber ich kann es nicht sagen zur Qualität der Suche. Da erinnere ich mich jetzt nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich es auch getestet habe. Ich war aber nicht so überzeugt davon wie zum Beispiel von Quant. Ich meine ganz generell, und wenn wir auf diesen sozusagen Umweltschutzgedanken hier noch ganz kurz eingehen, ist es natürlich immer so, dass jede Handlung, die wir im Internet setzen, Daten erzeugt, und jede Datenerzeugung hat zur Folge, dass Strom zur Kühlung, zum Betrieb und so weiter von dem sozusagen Serverfarm, wo meine Suche abläuft, ist produziert wird. Und gerade wenn sehr viele Daten verschickt werden, wie zum Beispiel auch noch Analysedaten und andere Dinge, die so im Hintergrund mitlaufen, erzeugt das natürlich auch mehr Belastung. Und wir haben das immer wieder mal auch so bei dieser Frage des Streamings, kleiner Sidestep jetzt, wo ja auch so die Frage ist, ja, ist, wir hatten das, glaube ich, vor 2 Jahren so die Debatte, ist Netflix fast so schlimm wie Fliegen? Ja, also mit einem Flugzeug fliegen, erzeugt das so viel CO2? Da gibt es keine einfachen Antworten darauf, aber ganz generell, wenn ich versuche, Datentransfer insgesamt zu reduzieren, und das tue ich automatisch, wenn ich einfach Suchmaschinen verwende, die nicht noch x Nebendaten sozusagen mitschicken, wenn ich Zeitungen verwende ohne Werbeansichten und Analyse der Lesenden, dann ist es auf jeden Fall etwas, wo ich mehr im Sinne von Umweltgedanken und Klimaschutz handle. Ja. Also gerade bei den Zeitungen gibt es ganz große Unterschiede, die sehr stark auf Online-Werbung setzen. Ist einfach unglaublich, wie viel Daten da so bei jedem Klick produziert werden. Dann hätte ich noch was in eigener Sache wieder zur Veranstaltung, weil wir noch ein paar dazugestoßene Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben. Sie können sich als Lehrerinnen oder Lehrer diese Veranstaltung natürlich anrechnen lassen. Dazu wird jetzt nochmals die Anleitung für die Immatrikulation an der PH Oberösterreich in den Chat gepostet durch meinen Kollegen, den Herrn Schapinar. Und falls Sie immatrikuliert sind an der PH Oberösterreich, füllen Sie bitte die digitale Teilnehmerliste aus, die ebenfalls per Link, es ist ein Microsoft Forms, ebenfalls jetzt in den Chat gepostet wird. Das Forms ist im Laufe der Veranstaltung oder im Laufe des heutigen Abends auszufüllen. Wir werden dann morgen keine weiteren Teilnehmerinnen mehr zulassen für das Forms. Die Frage war noch Bestätigung für letzte Woche. Die sind von uns an der PH Oberösterreich übermittelt worden und sollten hoffentlich demnächst auch bei Ihnen in den Accounts ersichtlich sein. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Thema, nämlich der Online-Kommunikation. Und das ist ja eines, wo es immer wieder auch Diskussionen gibt. Muss ich mich da jetzt als Lehrkraft wirklich damit beschäftigen? Wo sind da auch die Grenzen? Was muss ich da eigentlich aufgreifen? Und Taifun, wenn du auf die nächste Folie gehst, ist es natürlich sicherlich so, dass es da Grenzen gibt, weil viel der Kommunikation auch einfach bei den Kindern privat stattfindet. Aber gerade so diese Fragen, wie kommuniziere ich richtig, was ist für welchen Zweck das richtige Kommunikationsmedium oder Mittel und was ist auch in welchem Kommunikationsmedium höflich,
durchaus etwas ist, was eigentlich wichtig ist, mit Kindern in diesem Alter, 10, 11 Jahren, zu diskutieren und auch immer wieder anzusprechen. Und ich möchte da vielleicht ein etwas absurd klingendes Beispiel aufgreifen. Wir haben im Rahmen eines Projektes uns mal überlegt, was denn so ganz allgemein in WhatsApp höflich ist, so in unserer Gesellschaft, im Umgang unter Erwachsenen, und sind da sehr schnell drauf gekommen, dass in WhatsApp höflich ist, keine Anreden zu verwenden, dass es eigentlich darum geht, schnell auf den Punkt zu kommen und sehr klar sozusagen zu vermitteln, was ich jetzt von meinem Gegenüber will. Anreden wie in einem E-Mail, wie in einem Brief dort eigentlich nichts verloren haben und eher als störend empfunden werden. Dagegen, wenn ich in einem E-Mail wie in einer WhatsApp-Nachricht einfach flapsig hinschreibe, um was es mir geht, das eher vom Gegenüber als unhöflich und auch störend und vielleicht auch etwas flapsig empfunden wird. Und genau solche Punkte mit Kindern zu besprechen, wo da auch die Grenzen sind, wo auch welche Formen und welche sozusagen üblichen Konventionen gelten, ist schon etwas, was auch in diesem Alter sinnvoll ist, vor allen Dingen dann, wenn es da wenig Vorleben aus dem Elternhaus gibt. Und es ist ja durchaus auch so, dass nicht alle Eltern in der digitalen Welt kommunikativ so sozusagen auch daheim sind. Viele Eltern da auch gar keine Notwendigkeit oft haben, hier zu kommunizieren. Dazu gehört natürlich auch, was ist öffentlich und was ist privat, und die Definition dieser beiden Dinge sind für Kinder durchaus schwierig. Wir haben zum Beispiel beim Safe Internet in den Workshops auch immer wieder bemerkt, dass wenn Jugendliche das Wort privat verwenden, sie oft meinen, das ist etwas, was meine Eltern nicht sehen sollen. Es aber gar nicht darum geht, ob die ganze Welt das sehen soll oder nicht. Das heißt, eine Definition, die wir als Erwachsene oft haben, also öffentlich ist etwas, was von mir aus die ganze Welt sehen kann, privat aber etwas, was nur vielleicht meine Familie und meine nahen Freunde angeht, auch nur mit denen teilen möchte, das bei Kindern und Jugendlichen durchaus anders ist. Und das Instagram-Account, das ist sozusagen, hier poste ich alles, was meine Eltern nicht sehen soll, und das auf einem öffentlichen Account. Das sind keine Märchen der Vergangenheit. Erst letzte Woche ist mir so ein Account wieder angezeigt worden, und das Mädchen, 16 Jahre, die ich darauf angesprochen hatte, hat gesagt, wieso, meine Eltern sind nicht auf Instagram, aber dass vielleicht die Freunde der Eltern auf Instagram sind und sie das auch so sehen wie ich, war ihr, obwohl 16 und obwohl sicher medienfit, gar nicht bewusst. Und genau solche Diskussionen braucht es ja auch immer wieder. Ja, gehen wir auf die nächste Folie. Eine Übung, die ich habe den Safe Internet Day und den Aktionsmonat dazu schon angesprochen, die immer wieder kommt und die immer wieder sehr gut kommt und die ich wirklich sehr empfehlen kann, ist, lassen Sie Ihre Schüler und Schülerinnen eine Schulung konzipieren. Dazu kann man das dann auch die verschiedenen Anwendungen wie PowerPoint oder andere Präsentationstools verwenden. Lassen Sie Ihre Schüler und Schülerinnen eine Präsentation, eine Schulung konzipieren für jüngere Kinder, vielleicht für die kleinen Geschwister, vielleicht die ein, zwei Jahre jünger sind, und versuchen Sie mit Ihren Schüler und Schülerinnen so herauszufinden, was denn die für wichtig erachten, dass die etwas Jüngeren auch lernen. Lernen durch Lehren ist natürlich ein altes didaktisches Prinzip, und hier hat man dann, wenn man die Schulung auch durchführen kann, durchaus auch zwei
Fliegen mit einer Klappe. Man hat sozusagen etwas mit den eigenen Schüler und Schülerinnen in vielfältiger Form gemacht, aber auch andere kommen zum Handkuss. Und es müssen nicht nur jüngere Geschwister sein, es können durchaus auch die eigenen Eltern sein. Ich war durchaus auf einigen Elternabenden, die von Kindern der ersten Klasse der Sekundarstufe veranstaltet wurden, wo die Kinder über Dinge wie Passwörter, wie Umgang im Internet miteinander, wie das Recht am eigenen Bild, wie Umgang mit Fotos und so weiter referiert haben. Und wenn es die eigenen Kinder machen, dann kommen die Eltern ja auch eher auf den Elternabend, als wenn irgendjemand vielleicht externer eingeladen wird. Da ist es ja nicht immer so. Also auch vielleicht ein Trick, den man verwenden kann. Auch das ist etwas, was immer wieder berichtet wird im Rahmen des Aktionsmonats, sowohl die Jüngeren, die Schulungen für die Jüngeren, als auch der Elternabend, der gemacht wird. Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn auch da nicht immer alles ganz stimmen mag in diesen Präsentationen und in diesen Ausführungen. Das ist oft gar nicht so wichtig. Das viel Wichtigere ist, dass die Kinder sich damit beschäftigt haben, dass sie so überhaupt mal vielleicht ein erstes Mal ein Gefühl haben, dass das Themen sind, mit denen man sich beschäftigen muss und auch beschäftigen kann. Ja, und auf der nächsten Folie etwas Einfacheres. Das geht ein bisschen schneller. Weil so natürlich eine Schulung vorbereiten ist ein bisschen aufwendiger. Das ist so, das sogenannte Expertenquiz auf unserer Webseite. Wir haben eine ganze Reihe von Quiz zu ganz verschiedenen Themenbereichen und auch verschiedener Art und Weise. Und das ist ein Expertenquiz, wo wir so typische Beispiele, die uns da vor einigen Jahren untergekommen sind, in der Beratung, die wir da hineingenommen haben und wo die Kinder, und das ist durchaus etwas, was für die 5., 6. Schulstufe gut geeignet ist, hier einfach antworten sollen in Form eines Briefs, in Form eines Chats und was ist da auch der Unterschied. Da ist dann sowohl die Beschäftigung mit der Kommunikationsform möglich, aber auch den Inhalten, die hier drinnen sind. Und es gibt auch eine Hilfestellung, auf was man denn bei diesen einzelnen Fragen beachten soll. Ja, und damit sind wir auch schon beim ganzen Thema des Umgangs miteinander. Wir könnten auch sagen mit der Cybermobbing-Prävention. Und weil ich den Safe Internet Day heuer schon angesprochen habe, ein kleiner Ausblick darauf. Wir haben eine Umfrage unter Jugendlichen von 11 bis 17 Jahren gemacht. Wie schaut es mit Cybermobbing aus? Wie schaut denn das? Welche Formen hat das heute, wie groß ist das Problem, wer ist besonders betroffen davon und wie hat sich das auch in Zeiten von Distance Learning und Homeschooling verändert? Diese Ergebnisse werden wir am 7. Februar präsentieren und sie sind erwartbar. Ja, Cybermobbing gibt es, es gibt es gar nicht so wenig. Und ja, es hat auch in Zeiten der Pandemie durchaus zugenommen. Mehr darf ich noch nicht sagen, aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass das ein wichtiges Thema ist. Und hier auch einfach die Ermutigung, immer wieder auch solche Themen aufzugreifen. Wie agieren wir miteinander? Was sind die Regeln für unsere Klasse? Was sind auch die Regeln für den Online-Teil unseres Klassenlebens? Wie fühlt sich jemand, der online beschimpft wird? Was ist das Recht am eigenen Bild? Was darf ich über jemanden anderen posten? Und wie gehe ich mit Konflikten um? Und was tue ich, wenn ich selbst merke, dass mich etwas so irrsinnig aufregt, dass ich eigentlich gern losschimpfen möchte? Und gehen wir weiter und gehen mal zu konkreten Beispielen. Was kann man in diesem Bereich tun? Auch hier ein Klassiker, den wir eigentlich aus fast all den Jahren Safe Internet Aktionsmonat immer wieder gesehen haben.
ich glaube, da sind, ich weiß nicht, wie viele hunderte Quiz von Kindern entwickelt worden, für vor allen Dingen für die Learning-Apps. Da werden Sie ganz, ganz viele finden. Aber auch Kahoot-Quiz, Sokrativ ist, glaube ich, auch etwas, was zunehmend eingesetzt wird, oder Quizlet. Hier ein paar Fragen, anhand derer man sich der Sache nähern könnte. Zu vielen dieser Fragen findet man auch in diesem neuen Unterrichtsmaterial konkrete Hinweise, inhaltliche Unterstützung auch. Ja, das ist wirklich, ich glaube, unser erstes Cybermobbing-Handbuch haben wir so 2009 veröffentlicht. Und so Learning-Apps zu diesem Thema sind seither wirklich ganz viele entstanden. Und das ist auch der Eindruck, in dem Moment, wo man solche Fragen sich selbst überlegen muss und sich sozusagen mit der Materie selbst beschäftigen muss, hat man einfach auch einen anderen Blick auf das Thema. Ja, auf der nächsten Folie etwas, wo ich aber sagen muss persönlich, dass ich glaube, dass das eines der allerwichtigsten Dinge ist, nämlich wie kann ich Regeln für die Klasse entwickeln und hier unbedingt auch den Online-Teil der Klasse mit bedenken. Auch wenn Sie als Lehrende nicht in den WhatsApp-Gruppen der Schüler und Schülerinnen drinnen sein dürfen, weil es gibt ja in ganz vielen Bundesländern auch die explizite Aufforderung, dass Lehrende nicht mit den Kindern in WhatsApp drin sind, aus Datenschutzgründen. Auch wenn Sie als Lehrende nicht sind, seien Sie sich sicher, dass Ihre Schülerinnen und Schüler solche WhatsApp-Gruppen haben. Und die sind durchaus auch als Teil des Klassenraums, jetzt des virtuellen Klassenraums zu sehen, weil es meistens einfach die gleichen Personen wie in ihren Klassen sind. Auch wenn es keine expliziten Regeln für die WhatsApp-Gruppen gibt, so fragen Sie doch mal bei den Kindern nach, was sie denn so für inoffizielle Regeln haben, weil das ist eigentlich so, dass eigentlich so gut wie alle Klassen solche Regeln irgendwie entwickelt haben, wie mit bestimmten Dingen umgegangen wird, wie schnell auf etwas reagiert wird, wann besonders Unterstützung vorhanden ist, so Klassiker Sonntag am Abend, wo alle in WhatsApp online sind, um sich auf die kommende Woche doch etwas vorzubereiten. Und wo dann ausgetauscht wird, was für Stoff in welcher Schularbeit oder für welchen Test was zu lernen ist, etc. Hier ist dann durchaus auch die Möglichkeit zu überlegen, wie geht man mit Problemen um, wie geht man um mit Kindern, die stören, wie geht man mit Kindern um, die vielleicht sich anders verhalten als die der Klasse. All das muss noch in keinster Art und Weise Cybermobbing sein. Es könnte es sein, aber es einfach zu verdeutlichen, wie Ihre Regeln so sind und welche Sie sich da selbst auch gegeben haben, ist da hilfreich. Und das andere ist auch, in dem Moment, wo eine Lehrkraft aus der Schule solche Sachen anspricht, haben die Kinder auch nicht mehr so das Gefühl, das ist so da völlig freier Raum, wo alles möglich ist, wo keine Gesetze gelten, weil das hat auch jemand in dieser ersten Runde geschrieben. Jugendliche und Kinder haben oft das Gefühl, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Sie haben oft das Gefühl, dass hier andere Regeln gelten, dass die Gesetze anders sind, die online und offline sind. Und es ist durchaus notwendig, dass man ihnen erklärt, dass das nicht so ist. Es gelten die gleichen Gesetze. Und man kann ähnliche Schwierigkeiten bekommen wie im Offline-Raum. Aber wenn es einfach hier nie Aufklärung darüber gibt, werden die Kinder weiterhin das Gefühl haben, das ist so ein gesetzesfreier Raum. Ja, und auf der, beim nächsten sehen Sie noch ein Thema, das gerade in diesen ersten, zweiten Klassen
immer wieder kommt, so, wie gehen wir denn um, wenn wir Konflikte miteinander haben? Was sind denn so Strategien, die vielleicht ganz gut helfen könnten? Und hier so eine Übung, die aus dem neuen Unterrichtsmaterial aktiv gegen Cybermobbing herauskommt, da einfach zu überlegen, was hat denn so in der Vergangenheit geholfen? Hier das Beispiel der Ich-Botschaften beim sozusagen Sagen, was mich stört, das für Kinder in diesem Alter unglaublich schwierig ist, hier einfach nur ein bisschen verdeutlicht. Also das ist etwas, was wir immer wieder sehen, dass gerade in diesem Alter für die Kinder eine besondere Herausforderung ist, also eine Übung. Das tun wir anstelle zu streiten und was hilft denn da? Und diese Übung könnte sein, dass vielleicht für manche ein bisschen komplex ist. Ich glaube, es hilft auch schon einfach nur zu diskutieren, was hat denn schon so mal geholfen, wenn man was sagt oder welche Personen sind da auch hilfreich oder wie kann ich auch selbst etwas anderes machen, als jemanden anderen zu beschimpfen. Noch vor dem Zeitpunkt so ist, normal oft ist dieses Alter in der zweiten Klasse ja eines, die Kinder so im großen Rahmen in die Pubertät kommen, wo einfach viel auch an Konflikten auftauchen, dass so oft ein Cybermobbing-Hochalter ist, zweite, dann schon auch dritte Klasse. Aber bevor sie so weit kommen, ist dieses Reflektieren, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um und welche anderen Möglichkeiten als jetzt sozusagen reinzuschlagen habe ich denn? Ja, schauen wir weiter. Die nächste Folie. Wir bewegen uns jetzt auch in ein Thema, das Sie auch angesprochen haben in dieser ersten Runde, nämlich so die Frage nach Urheberrechten, welche Inhalte wo veröffentlicht werden können und die Beobachtung, die Sie da auch aufgestellt haben und die ich nur ganz auf jeden Fall teile oder auch ganz ähnlich sehe, ist, dass hier Kinder eigentlich kaum Erfahrung haben, dass nicht alles einfach so im Internet veröffentlichbar ist, dass ich mir da Sachen auch überlegen muss, was ich wo veröffentlichen kann und dass das einfach auch verschiedene sozusagen Aspekte umfassen kann. Also erstens einmal, kann ich über andere Leute Dinge veröffentlichen, weitergeben? Muss ich fragen, wenn ich ein Bild von jemandem veröffentliche? Was ist überhaupt Öffentlichkeit? Macht es einen Unterschied, ob ich in einer abgeschlossenen WhatsApp-Gruppe etwas veröffentliche oder in einem öffentlichen Instagram-Account oder TikTok-Account, der vielleicht mehrere hunderte Follower hat. Und natürlich macht das große Unterschiede. Und das ist daher auch wichtig, mit Kindern zu besprechen. Beispielsweise, wo bekommen sie Bilder her, die sie nutzen können, das einfach gefragt werden muss und wo hier auch die Grenzen sind. Und es ist sicher etwas, das wahrscheinlich jetzt eher bei Ihren älteren Schülern und Schülerinnen so in den letzten Jahren häufiger vorgekommen ist, dass die zum Beispiel Bilder in irgendwelchen Online-Meetings gemacht haben von Mitschülerinnen, Mitschülern, Lehrenden oder anderen, vielleicht auch Gästen, die anwesend waren, Screenshots erstellt haben, dann vielleicht auch das eine oder andere Mal nicht besonders freundlich bearbeitet haben oder einfach aus dem Kontext heraus einen Sticker zum Beispiel in WhatsApp draus gemacht haben. Wenn einfach man nicht mit jungen Kindern schon anspricht, dass so etwas nicht okay ist, dass es nicht okay ist, sich über andere lustig zu machen, dass es da einfach das Recht am eigenen Bild gibt. Und jetzt sicher, wenn das noch einigermaßen harmlos ist, zu keinen Rechtsfolgen führen wird, aber wenn das einfach länger andauernd ist und sehr untergriffig immer gegen eine Person geht, das dann durchaus als Cybermobbing gewertet werden kann und auch angezeigt und es auch zu Verurteilungen kommen kann,
Kindern ist das einfach nicht bewusst. Sie finden so etwas ganz lustig. Manchmal müssen sie sich auch abagieren. Das kann bei Lehrenden der Fall sein. Wobei bei Lehrenden ist immer die Frage, bei wem machen sie es? Da gibt es, glaube ich, keine einfachen Antworten. Aber wenn man nicht einfach von Anfang an auf solche Sachen immer wieder eingeht, es ihnen immer wieder erklärt, und Sie finden da auf unserer Webseite sowohl Flyer für Jugendliche zum Thema Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, es gibt Videos dazu, wenn man das nicht immer wieder anspricht, es sich bei ihnen einfach so einschleicht, dass das eh ganz okay ist. Und wir alle wissen, es ist nicht okay. Wir wollen alle und auch die Kinder selbst wollen nicht als Sticker in WhatsApp vorkommen. Ein Beispiel, wo man das aufgreifen kann, ist das Beispiel des Schummelzettels. Schummelzettel ist ja etwas, was fast zur Schule dazugehört, wie das Lernen selbst. Nicht immer müssen die Schummelzettel auch als Schummelzettel verwendet werden. Aber ein Schummelzettel zeichnet sich immer dadurch aus, dass er die wichtigsten Dinge zu einem Stoffgebiet einfach versammelt, verbindet, auf sehr wenig Platz unterbringen kann. Und hier lassen sich immer einfach viele dieser Aspekte, auch der Urheberrechte etc. ganz gut unterbringen. Und Schummelzettel offiziell zu machen, nicht um sie dann bei der Prüfung zu verwenden, aber um einfach eine intensive Beschäftigung mit dem Stoff zu machen, ermöglicht oft auch schwächeren Schülerinnen und Schülern sozusagen sich die Dinge herauszunotieren, mit denen sie sich schwerer tun. Die werden andere Dinge auf ihrem eigenen Schummelzettel haben, als die, die eh schnell einen Überblick haben und das eigentlich jetzt gar nicht so sehr zur Festigung des Gelernten brauchen werden. Das ist durchaus auch so eine Übung, die man machen kann mit den Kindern. Und da haben Sie, das haben Sie ja auch durchaus angesprochen in der ersten Runde, wo man sehr unterschiedliches Niveau vorfindet. Das Interessante vielleicht auch, weil Sie das da mehrere auch darauf eingegangen sind, ich beobachte das auch in den Volksschulworkshops, dass da große Unterschiede gibt in der Handhabe mit den digitalen Medien und dass da oft die Kinder, die sagen wir mal, in anderen Bereichen es vielleicht nicht so leicht haben, weil sie vielleicht wenig Aufsicht haben, wenig Unterstützung durch Eltern, sehr viel alleingelassen sind, sich aber gerade mit den digitalen Medien, weil sie da vielleicht viel Freiraum und viel Zeit drauf verbringen, oft technisch, wenn sie einigermaßen interessiert sind und auch irgendwie selber was ausprobieren wollen, dass die technisch oft viel weiter vorne sind als so die behüteten Kinder. Und es gibt da eine Studie, wo die Uni Wien, das Institut für Familiensoziologie, beteiligt ist. Die haben so europaweit einmal angeschaut, wer sind denn die digital benachteiligten Kinder, und die sind nicht nur auf die Gruppe der Kinder gekommen, die wir so landläufig als benachteiligte Kinder sehen, nämlich aus sozial schlechter gestellten Familien, aus Familien mit großem sozialen Druck, wo Eltern vielleicht sehr wenig Zeit und Ressourcen haben, um die Kinder zu fördern. Das war durchaus auch eine Gruppe der digital Benachteiligten, weil da einfach die Gerätschaften oft nicht da sind, die Internetzugänge oft nicht da sind. Aber sie haben als die zweite Gruppe die Kinder der sehr behüteten Eltern angesehen, die einfach von den digitalen Geräten ferngehalten werden und dann erst sehr spät, oft mit 13, 14, 15, in die digitale Welt gelassen werden und dann völlig überfordert sind und eigentlich gar nicht in der Lage sind, mit dem Online-Leben, das sie da vorfinden, umzugehen, das nicht beurteilen können, auch für sich selbst nicht nutzen können. Und das war, fand ich, eine sehr interessante Bestätigung dessen, dass es eigentlich durchaus sinnvoll ist, dass Kinder
so wie Sie das erleben und wahrscheinlich nicht immer als leicht empfinden, aber wirklich alle Kinder in diesem Alter hier gleiche Chancen auch haben, diese digitalen Geräte zu erlernen. Und da ist es ganz sicher eine große Herausforderung, die Sie da haben. Und ich glaube, im Sinne aller dieser Kinder ein großes Danke an Sie, dass Sie diese Aufgabe auch machen, ihnen nämlich diese Dinge zu vermitteln und damit auch diese sozusagen digitale Benachteiligung ein Stück verschwinden zu lassen. Ja, gehen wir zwei Folien weiter zum digitalen Fußabdruck. Hier, ich bring's vor, weil ja Cybermobbing oder das Thema Cybersecurity auch ein gewünschtes Thema war. Genau, deshalb, damit wir zum Thema Security noch kommen. Cybermobbing habe ich ein bisschen angesprochen. Wir müssen auch zum Thema der Cybersecurity kommen. Deshalb gehen wir da auch zum technischen Geräteschutz. Und warum sind diese Dinge wichtig? Und da fangen wir auch gleich mit dem Thema der Passwörter an. Thema der Passwörter ist leider auch eines, das mit diesem Thema Cybermobbing leider eng zusammenhängt. Und klingt jetzt vielleicht nicht ganz verständlich und nachvollziehbar, aber ich beschäftige mich wirklich jetzt schon seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Cybermobbing. Und es ist ganz häufig ein Thema, dass die Kinder in so klassischer Weise, diesem Alter 10, 11 Jahren, Passwörter einfach teilen. Du bist nur meine beste Freundin, wenn ich auch dein Passwort kenne. Oder beim Handy heute, beziehungsweise bei manchen der Tablets wird das auch möglich sein, wenn auch mein Fingerabdruck auf deinem Gerät hinterlegt ist. Passwörter nicht zu teilen, der Kinder untereinander, hier sozusagen die Kinder zu stärken, dass sie eine gewisse Skepsis auch ihren besten Freunden und Freundinnen gegenüber entwickeln. So dieses Bild, das Passwort ist wie eine Zahnbürste, die ich auch nicht weitergebe, weil ich will auch nicht ein Karies bekommen. Hier oft den Kindern in diesem Alter hilft. Und es ist einfach ein wichtiger Schutz, dass dann in den kommenden Jahren es einfach zu weniger auch bösartigen Übergriffen beim Cybermobbing kommt, weil gerade dieses Übernahme, also sozusagen Identitätsdiebstahl, eine Spielart ist, die gar nicht so selten vorkommt. Also, wenn Sie hier wirklich wichtige Prävention machen wollen, schärfen Sie den Kindern ein, Passwörter nicht weiterzugeben, für sich zu behalten. Durchaus Erwachsene zu haben, die sie schon wissen, weil Kinder vergessen die ja auch dauernd. Also das macht schon durchaus Sinn, aber nicht unbedingt den Freunden weiterzugeben. Auch wenn wir uns auf diese Formen des Cybermobbings anschauen, dann sind durchaus auch so Sachen wie Zugriffe, also mein Instagram-Account wurde gehackt und ähnliche Sachen. Und oft hat das einfach auch damit zu tun, dass die Kinder nicht nur Passwörter weitergegeben haben, Konten miteinander verwenden, dass aber auch Betriebssysteme nicht abgedatet sind, dass es keine Backups gibt, dass auf alles und jedes Posting geklickt wird, wo ein Link dabei ist. All das sind Schadsoftware, also Phishing, das ist ja mittlerweile, wie Sie, glaube ich, alle hier wissen, in allen Kommunikationsvarianten, vom SMS bis zu WhatsApp-Nachrichten bis zum E-Mail, überall gibt. Für die Geräte, die die Kinder haben, ist ja das Updates der Betriebssysteme nicht so sehr die Herausforderung, aber sehr wohl das Backup zu machen. Wenn man es nicht macht, sind einfach Dinge weg und Kinder sind dann sehr traurig, wenn Sachen verschwunden sind, wenn man Geräte wieder ganz neu aufsetzen muss. Das ist nervig, aber es ist einfach
eine lästige, aber sinnvolle Sache. Ich frage manchmal auf den Elternabenden, wann ist denn das letzte Mal, dass ihr Gerät, dass sie für ihr Gerät ein Backup gemacht haben? Und da ist oft so nicht einmal ein, also das ist schon ein Jahr her oder so, ähnliche Aussagen, die hier durchaus getroffen werden. Die Kinder haben leider also auch nicht unbedingt immer ein gutes Vorbild. Ja, also deshalb muss man das sozusagen auch im Rahmen dieser Geräteinitiative immer wieder sagen. Für viele dieser Dinge und damit ein Hinweis auf noch Tools, die Sie verwenden können, gehst du auf die, genau, auf diese Folie mit den verschiedenen Quiz ein. Nein, das hat schon gestimmt, genau dieses hier. Eben, ich habe schon vorher gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Quiz, die Sie bei uns sehen können. Und die drei, die Sie jetzt hier sehen, sind so genau die Dinge, die diese Fragen, so allgemeine Cybersecurity-Fragen, so zum, als Hintergrund haben. Was ist ein sicheres Passwort? Kann ich auf was kann ich klicken, auf was kann ich nicht klicken und so ähnliche Dinge, die, die Sie hier einfach nutzen können und die hier hilfreich sind. Und vielleicht noch ein Angebot, das wir im Rahmen des Safe Internet Aktionsmonats machen werden, ist, es gibt bei uns so eine digitale Schnitzeljagd. Sprich, es gibt Fragen für die Kinder zu beantworten und die machen wir heuer zum Thema Cybermobbing, weil es einfach auf unserer Webseite ganz viel Material gibt, auch Material für Kinder und Jugendliche, auch Material für 10-Jährige, für 11-Jährige. Und diese digitale Schnitzeljagd ist ab dem Safe Internet Day, also ab dem 8. Februar, für Sie und Ihre Schulklassen aufrufbar und zu spielen. Es ist eben eine Reise durch die Materialien auf unserer Webseite. Letztes Jahr haben wir das erste Mal ausprobiert, so eine digitale Schnitzeljagd. Und es hat so eine unglaublich große Anzahl an Lehrenden mit ihren Kindern dabei mitgemacht, dass ich sie mir gar nicht gemerkt habe. Deshalb waren wir da sehr ermutigt, das auch heuer wieder zu machen. Cybermobbing-Prävention, vielleicht gehe ich da noch ganz kurz drauf ein. Es ist einfach so, dass eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, in den Klassen mit den Kindern, sorgen Sie dafür, dass es ein gutes Lernklima gibt. Sorgen Sie dafür, dass das Klassenklima in Ihrer Klasse sich verbessert. Machen Sie einfach kleine Maßnahmen, wie Kinder fragen, wie es Ihnen geht. Fragen Sie, was sich so WhatsApp bei Ihnen abspielt. Fragen Sie, welche Bilder im Umlauf sind. Seien Sie einfach für die Kinder da und zeigen Sie ihnen auch, dass Sie hier ein offenes Ohr haben. Auch wenn sich Kinder nicht sofort an Lehrende wenden, so sehen sie doch, dass Lehrende ganz wichtige Personen sind, um in solchen Fällen zu helfen. Das wissen wir jetzt auch aus der Umfrage, dass Lehrende als durchaus sehr, sehr hilfreich angesehen werden. Aber sie müssen einfach auch wissen, dass Lehrende hier da sind und einfach ein gutes Klassenklima ist der allerbeste Schutz, den Sie einfach machen können und die wichtigste Maßnahme der Prävention. Und das Problem ist, dass das im Moment nicht einfach ist, dass es dafür kaum Zeit und Möglichkeiten gibt. Wir wissen auch, dass Workshops eigentlich eine gute Unterstützung wären. Aber wie wir alle wissen, diese im Moment nur online möglich sind und da vielleicht auch nicht immer nur in dem Ausmaß gut funktionieren, wie wir uns das alle wünschen würden.
Ich weiß auch, dass es Schulen gibt, die Workshops, externe Workshops betreibende trotzdem in Schulen einladen, weil sie einfach sagen, das ist im Moment ein so pädagogisch wichtiges Thema, dass wir das im Moment einfach brauchen. Da gibt es ganz unterschiedliche Handhabungen auch, wie wir das so in der Praxis sehen. Schauen Sie nicht weg, haben Sie ein offenes Auge, ein offenes Ohr. Fragen Sie auch hin und wieder einfach konkret nach, wenn Sie so das Gefühl haben, irgendwas stimmt da nicht. Tun Sie sich mit Ihren Kollegen und Kolleginnen zusammen, beobachten Sie Klassen, machen Sie sich Notizen, dokumentieren Sie das, was Sie so beobachten. Nicht immer ist alles Cybermobbing. In vielen Fällen sind es Konflikte, sind es einfach Streitereien. Es ist vielleicht auch wirklich Spaß. Ist es einfach auch, dass Kinder verunsichert sind, dass sie vielleicht in persönlichen Krisen stecken, was im Moment ja alles der Fall sein kann. Aber wenn Kinder einfach merken, dass es da Personen gibt, die nicht wegschauen, die für sie da sind, dann wenden sie sich auch an Lehrende und das auch zu einfach Zeitpunkten, wo Sachen noch nicht total eskaliert sind. Und wirklich eine der allerbesten sozusagen Übungen dazu ist, die WhatsApp-Regeln in der Klasse miteinander zu besprechen und einfach zu schauen, welche funktionieren, welche bräuchten wir noch. Auch wenn sie nicht in den Klassengruppen dabei sind, in dem Moment, wo Kinder sehen, da beschäftigt sich jemand damit, trauen sie sich nicht immer so ganz alles. Und eine Idee vielleicht noch aus einer Schule, die mir unlängst eine unserer Jugendlichen aus unserem Youth Panel erzählt haben. Die hatten eine zweite Klasse, die letztes Jahr, als noch sehr viel online stattfinden musste, einfach überhaupt nicht als Klassengemeinschaft zusammengekommen sind, die ganz massive Probleme im letzten Schuljahr hatten und in diesem Schuljahr einfach, weil wieder Präsenz möglich ist und die Lehrenden das auch verstärkt gesehen haben, dann das Thema WhatsApp mehr und mehr aufgekommen ist. Und was die dann gemacht haben, ist, dass sie einen der Peer-Mediatoren der Schule einfach in ihre WhatsApp-Gruppe, Klassen-WhatsApp-Gruppe aufgenommen haben. Und der ist da jetzt so drinnen. Und ich glaube nicht, also so aus der Erzählung dieser Jugendlichen tut der eigentlich nichts. Er glaubt, wahrscheinlich liest er nicht einmal ganz alles, weil die können sich vorstellen, dass das, was da 10-Jährige schreiben, ein 14-, 15-Jähriger oft auch gar nicht mehr so versteht, ja, weil der ist schon ein ganz anderer Stil oft in der Form der Kommunikation ist. Aber allein, dass der in der Gruppe ist und wenn man ihn konkret anspricht in der Gruppe, schon eine sozusagen Hilfestellung möglich wäre, schon das macht einen großen Unterschied. Und vielleicht ist das auch die eine oder andere Lösung noch für so gerade die ersten Klassen, wo es zum Teil ja manchmal vielleicht ganz heftig abgeht in den WhatsApp-Gruppen. Und hier vielleicht auch noch ein Thema, das notwendig ist, dass man in diesem Alter anspricht. In WhatsApp dürfen auch nicht alle Dinge geteilt werden. Es gibt einfach Dinge, die nach dem österreichischen Gesetz verboten sind. Dazu gehören kinderpornografische Aufnahmen, die auch immer wieder die Runde machen, auch in den ersten und zweiten Klassen. Und es sind Nazi-Symbole. Und die machen vor allen Dingen in den zweiten und weiteren, also ab der zweiten Klasse ist das so unsere Beobachtung, die Runde. Gerade bei den Nazi-Symbolen, sozusagen die Wiederbetätigung ist Kindern in diesem Alter nicht bewusst. Sie wissen nicht, dass das verboten ist und sie wissen auch nicht, warum das verboten ist. Sie können zwischen einem rassistischen Posting gegen dunkelhäutige Menschen und einem antisemitischen Posting eigentlich nicht unterscheiden. Da gibt es für sie keinen Unterschied und es ist für sie auch nicht nachvollziehbar, warum das eine verboten und das andere nicht ganz so verboten ist. Da brauchen sie einfach auch Aufklärung und ich habe mir irgendwann angeschaut, das geht auch schon in Geschichte in der zweiten Klasse, kann man das Thema ansprechen,
das darf man auch sozusagen, es steht auch explizit irgendwo im Lehrplan, wenn es einfach notwendig ist und wenn Sie das Gefühl haben, das passiert einfach in den WhatsApp-Gruppen, dass da so Nazi-Sticker die Runde machen, dass da antisemitische Äußerungen passieren, dann bitte sprechen Sie es an, erklären Sie den Kindern, warum das in Österreich verboten ist und warten Sie nicht darauf, dass das in Geschichte irgendwann drankommt, weil bis dahin haben sich die Inhalte dann einfach schon ganz viel verbreitet. Ich hoffe, da war jetzt sozusagen ein bisschen mehr auch dieses zum Thema Cybermobbing und so ein bisschen den Folgen dazu. Ich hoffe, das passt jetzt und würde jetzt ganz gern noch zu dieser einen Übung mit der Passwortgeschichte, ich glaube, das ist eh die nächste Folie, noch übergehen. Genau die, warum braucht es die Passwörter? Man kann es leider nicht oft genug sagen. Und heute ist es ja so, dass ein Passwort schon so lang sein muss, dass wir schon fast von einer Passphrase, einem Passsatz sprechen können. Während wir vor ein paar Jahren gesagt haben, merk dir einen Satz und dann nimm die Anfangsbuchstaben samt den Groß- und Kleinschreibungen und du fügst noch ein paar Zahlen und so hinzu, können wir heute sagen, nimm den ganzen Satz, so wie er ist. Nimm einen absurden Satz und dann hast du ein sicheres Passwort, weil es einfach auf die Anzahl der Zeichen ankommt. Und gehen wir dann noch zur nächsten Folie mit der Passwortgeschichte, die einfach helfen soll, sich ein Passwort zu merken, weil das ist ja ein Problem, das Kinder gerade in diesem Alter immer wieder haben. Sie merken sich die Passwörter einfach nicht. Ja, eine Geschichte merken sie sich viel besser. Und sich eine Geschichte auszudenken, die dann meinen Passwortsatz einfach mir leichter in Erinnerung ruft, ist so eine Möglichkeit, mit diesem Thema Passwörter auch ein bisschen kreativer umzugehen und auch was Netteres dazu zu machen. Ich glaube, wir sind jetzt schon recht am Ende der Zeit. Daher ein bisschen so eine Art Zusammenfassung. Also viele dieser Themen, die ich da heute versucht habe anzureißen, da reicht es nicht, wenn man es einmal macht. Das muss man immer wieder aufgreifen, in unterschiedlichen Gegenständen, in unterschiedlichem Kontext, zu unterschiedlichen Zeiten, die Kinder zum Reflektieren anregen, zum Nachdenken, es immer wieder ansprechen, steht da, Tropfen höhlt den Stein quasi. Das ist einfach sozusagen nervig, lästig, aber notwendig, damit einfach die digitalen Geräte auch Arbeitsinstrumente sind, dass sie nicht nur Spielzeug sind, nicht nur Unterhaltung, dass sie einfach von den Kindern samt dem ganzen Kontext Schule einfach genutzt werden können und damit auch gute Ergebnisse geliefert werden können. Viele der Hinweise finden Sie eben in vielen unseren Unterrichtsmaterialien. Da kann man sich sehr vertiefen und viele Beispiele finden. Und nutzen Sie einfach den Monat Februar dazu, das eine oder andere aufzugreifen. Wenn Kinder immer wieder im Lauf ihrer Schullaufbahn mit diesen Fragen beschäftigt werden, und zwar nicht so, das Internet ist irrsinnig böse und halte dich fern und tu das und das nicht, das hilft ihnen nicht sehr viel, sondern eher in einer konstruktiven Art und Weise Anregungen geben, gute Seiten aufzeigen, wie zum Beispiel beim Urheberrecht, Quellen, die sozusagen sehr wohl verwendbar sind, dass es sehr wohl auch Lösungen für Fragen gibt, die so gar nicht lösbar zu sein scheinen, wie dass man alles im Internet verwenden kann oder eben gar nichts herausfinden kann, was dahinter steht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Kindern hier Sicherheit zu geben, dass das Internet sehr brauchbar ist, dass ihre sozusagen Arbeit, die sie da machen,
einfach auch Sinn macht. Und die Frage des Zitierens ab frühen Jahren da durchaus auch dazugehören kann. So schwer ist es nicht, gerade das Zitieren. Das macht einfach es dann im Laufe der Jahre leichter. Und Sie werden sehen, auch diese großen Unterschiede, die es zwischen den Kindern gibt, die werden auch im Laufe der Zeit besser. Eine Möglichkeit ist ja auch hier, Kinder durchaus auch zusammenzuspannen, Gruppen zu bilden, wo verschiedene Levels an Wissen der Kinder da sind, dass sie sich einfach auch untereinander besser unterstützen, ergänzen und auch sozusagen weiterbringen können bei ihrer inhaltlichen Beschäftigung. Ja, und damit würde ich mal zum Schluss kommen. Wer noch mehr zum Thema Cybermobbing hören möchte, am 8. Februar, am 8. Februar ist der Safe Internet Day. Am Nachmittag gibt es ein Webinar für Lehrende, wo wir die Ergebnisse vorstellen werden und wo wir einfach auf die eine oder anderen Dinge noch verstärkt eingehen werden. So, vom inhaltlichen Teil, danke dir, Barbara, kommen wir jetzt zu einem sehr kurzen Frageteil wahrscheinlich. Wir haben also während des Webinars haben uns sehr wenige Fragen erreicht, die wir teilweise schon während des Webinars klären konnten sogar. Eine Frage haben wir aber noch, und zwar eine Smartphone-Frage. In jeder Pause haben die SUS, also Schülerinnen und Schüler, so man eigentlich liest wörtlich vor, ihr Smartphone in der Hand, auch im Klassenzimmer. Gibt es erprobte Regeln für dieses Problem? Ja, ja und nein. Ein Hinweis, ja, der Handy-Safe wird aufgezeigt. Das Wegsperren ist natürlich eine Möglichkeit, das ja auch in vielen Schulen sozusagen üblich ist. Eine andere Möglichkeit ist einfach mit den Kindern Pausenregeln zu entwickeln, zu schauen, welcher Pause ist das Handy wie verfügbar oder nicht verfügbar, weil gerade die Kinder der ersten Klassen oft ein sehr großes Bedürfnis haben, miteinander zu spielen in den Pausen. Und es gibt immer Kinder in der Klasse, die das auch äußern, die auch sagen, mich stört, dass das alle am Handy sind, weil dann können wir nicht miteinander spielen. Und wo man sich dann eigentlich oft ganz gut darauf einigen kann, dass manche Pausen Handy frei und andere Handy okay sind, wenn das nicht eine generelle Schulregel ist. Eine andere Möglichkeit ist, andere Dinge in der Klasse anzubieten, die einfach da sind, die man einfach, die Kinder auch gern tun. Ich weiß nicht, ein UNO-Spiel, sowas Banales, analoge Spiele, die einfach in der Klasse sind. Manchmal ist es auch ein Musikabspielgerät, wo dann dazu getanzt wird. Oder andere Formen, etwas anderes zu tun, also andere Angebote zu setzen, die da oft besser helfen als Verbote oder die dann natürlich auch kontrolliert werden müssen. Und das ist ja eigentlich dann oft nicht der Fall, weil Lehrende zu Recht sagen, also ich bin nicht die Hängepolizei, sondern habe anderes zu tun, auch wenn ich Gang auf Sicht bin. Also ist so dieses Angebot, wir verführen sie eher, etwas anderes zu tun, indem sie zum Beispiel Regeln dafür aufstellen oder eben es einfach andere Angebote in der Klasse gibt, die sie vielleicht auch zusammen sich überlegt haben, vielleicht sogar etwas zusammen, die dann oft der sinnvollere Weg sind. Guter Input dazu auch gerade. Aber nicht immer hilft alles bei allen. Ja. Gut, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da wir, wie ich schon sagte, sehr wenig Fragen bekommen haben, wahrscheinlich lag es an dem unglaublich guten Vortrag, liebe Barbara, haben wir jetzt absichtlich auch weniger Zeit für die Fragen eingeplant und sind auch langsam jetzt am Schluss angelangt. Kommen wir noch zum, wie gesagt, zu den letzten Folien des heutigen Abends. Hier nochmal eine kleine Werbung in eigener Sache. Auch zum Thema Internet finden Sie den sogenannten Safer Internet MOOC, auch den sogenannten SI MOOC auf der virtuellen PH-Seite. Dort gibt es einen sogenannten Online-Kurs, also einen
ja, Massive Online Course, Open Online Course, so ist das die Abkürzung für MOOC, den Sie besuchen können. Leider ist dort schon die betreute Phase vorbei, aber die Videos und die Materialien finden Sie dort ebenfalls immer noch zur Verfügung. Dann weitere Materialien und Anregungen bezüglich der Benutzung von ja, digitalen Endgeräten, darum geht es ja in der Geräteinitiative, finden Sie auch bei der sogenannten Digital Level Up License, sozusagen ein Computerführerschein-Soft, der spielerisch und auf niederschwellige Art und Weise quasi den Einstieg in die digitale Welt im Sinne von Benutzung von Endgeräten, aber auch Medienkompetenz ja, beibringen soll. Und jetzt schon für das kommende Schuljahr, beziehungsweise jetzt ist schon die Anmeldephase dafür da, für den Bildungspreis Klasse Lernen in Kombination oder in Kooperation besser gesagt mit der Ars Electronica in Linz. Dort können Sie digitale, aber auch nicht digitale, Hauptsache es sind kreativ innovative Projekte einreichen. Und bei der nächsten Ars Electronica ist dann dort die Verleihung sozusagen. So, wie geht es oder was kann der ÖRD noch für Sie leisten? Wir bieten natürlich immer an, dass Sie sich auf der Homepage bei uns informieren. Dort bekommen Sie die Informationen aus erster Hand über Newsbeiträge, aber auch über diverse Updates auf der Homepage. Dann natürlich die aktualisierten FAQs im FAQ-Bereich unserer Homepage. Aber auch, wenn Sie spezielle Fragen haben, melden Sie sich unter digitaleslernen@ÖRD.at. Und wenn Sie aber proaktiv Informationen erhalten möchten, dann hier nochmal der Aufruf zum Newsletter. Und die Folien sind in den nächsten Tagen auch auf eurer Homepage zu finden, richtig? Genau, das ist auch die Geht passende meistens Folie. recht schnell. Ja, das ist die passende Folie dazu. Erstmal nächstes Safe Internet Webinar ist kommenden Mittwoch am 26.01. Um, wie gesagt, wieder dieselbe Uhrzeit, 17 bis 18:30 Uhr, aber diesmal für Erziehungsberechtigte, also eher der Fokus für Erziehungsberechtigte. Natürlich können Sie auch als Lehrerinnen und Lehrer dort teilnehmen. Und Webinarfolien finden Sie ebenfalls auf der Digitales Lernen Homepage. Ja, der Link ist ein bisschen kryptisch, aber alle offiziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen auch im Nachhinein eine E-Mail zugesandt. Also von denen, die sich jetzt vor dem Webinar bei uns angemeldet haben. Falls Sie den Link geteilt haben, haben wir natürlich nicht die E-Mail-Adresse derjenigen, die jetzt hier auch im Raum sind. Gut, und nochmal, was ich anfangs schon sagte, das Webinar wurde auch oder wird aufgezeichnet und wir bestellen die bearbeitete Webinaraufzeichnung dann auch zeitnah online, aber nicht zeitgleich mit den Folien, weil es noch ein, ja, wie Sie sich vorstellen können, Videobearbeitung ein bisschen länger dauert. Dann ja, bedanke ich mich vor allem bei dir, liebe Barbara. Danke, dass du heute den Input hier geliefert hast, aber auch an meinen Kollegen im Hintergrund, den Herrn Schapina. Und fast pünktlich möchte ich mich natürlich bei Ihnen allen auch im Publikum hier bedanken. Danke, dass Sie heute Abend dabei waren. Und man sieht sich vielleicht bei dem einen oder anderen Webinar in der Zukunft wieder. Schönen Abend noch. Und ich würde mich freuen, viel von Ihnen zu hören, was Sie im Safe Internet Aktionsmonat gemacht haben.